So, guten Morgen zusammen. Wie ihr seht, es sind endlich geplante Wartungsarbeiten geplant. Nämlich, ich schätze mal, dann so heute gegen 10 Uhr oder so wird der neue Patch dann verfügbar sein. Angaben natürlich ohne Gewähr. Also hier steht halt ab 9 Uhr sind die Server offline. Wie lange die brauchen, um den Patch aufzuspielen, wissen wir natürlich nicht, aber habt da einfach Geduld, aber die meisten sind ja eh in der Schule. Von daher dürfte das eigentlich kein Problem sein. Und ich hoffe halt für euch, dass ihr wirklich für den Skin hier die Aufgabe machen könnt, dass ihr eure Verbandsbazooka bekommt. Weil ich werde halt immer öfters gefragt, wann ist die wieder da, wann kommt die wieder. Ganz ehrlich, wir können es alle nicht sagen. Wir hoffen einfach mal, dass wir hoffen für euch, dass es heute passiert, wenn der Patch rauskommt. So, dann erstmal nochmal danke für alle, die meinen Creator Code eingegeben haben. Ich weiß, ich darf nicht drüber reden, aber es werden täglich mehr. Zu viel darf ich ja wohl noch sagen. Und wie gesagt, alles danke für den ganzen Support. Auch die, die immer konstant im Livestream da sind. Und so weiter. Dann gibt es jetzt wieder eine Skin-Verlosung, aber erst bei 2500 Abonnenten. Wundert euch nicht, es dauert ein bisschen, aber es kann auch wieder ganz schnell gehen. Weil morgen kommen schon die neuen Aufgaben, da werden sicherlich auch noch einige hinzustoßen. Aber ihr kennt das Ganze ja. Also wie gesagt, wenn ich 2500 Abonnenten habe, bekommt ihr quasi den nächsten Skin. Ich habe ja schon mal gesagt, noch habe ich keine Einnahmen. Ich sehe da zwar schon Zahlen, aber eingenommen halt noch nichts. Ich hoffe, das könnt ihr irgendwo verstehen. Und ich denke mir, die 2500 Abonnenten kriegen wir eigentlich recht zügig hin. Und wenn nicht, ich sage ganz ehrlich, wer wegen dem Skin nur hier ist, der kann eigentlich dann täglich auf YouTube bei anderen YouTubern herumgucken. So. Dann vorneweg, wenn du einen Skin gewinnen willst, natürlich gerne Abo da lassen, damit du auch weißt, wann irgendwie was passiert. Dann mir eine Freundesanfrage schicken an yt-familyhack. Geht natürlich nicht an mich selber, aber warum mache ich das Ganze? Ganz einfach, damit ich dir irgendwie einen Skin schenken kann, müssen wir 48 Stunden schon befreundet sein. Heißt, am Tag der Verlosung, wenn du deinen Skin haben willst, kann ich ihn erst rausschicken, wenn wir schon bereits 48 Stunden miteinander befreundet sind. So, jetzt gehen wir mal rein in den Shop und es wird krachen. Heute ist nämlich richtig was los. Ihr seht schon, der Fährtenleser ist da nach 230 Tagen. Also den Skin haben, klar, den werden viele schon haben. Aber der K war halt, wie gesagt, 230 Tage jetzt nicht mehr im Shop. Und jetzt ist er halt wieder drin. Erstmal GG an die, alle, die auf ihn gewartet haben. Es gibt halt, wie ich gesagt habe, jetzt kommen so ganz langsam die alten Skins wieder rein. Warum macht Epic Game das? Geld. Und wir haben so viele neue Spieler. Das ist irgendwie auch verständlich, dass irgendwie alles sich mal wieder wiederholt, außer natürlich die Battle Pass Skins. Das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber selbst da könnte es passieren. Und ganz ehrlich, wenn da einer sauer ist und spielt nicht mehr das Spiel, ich glaube, die verdienen mit den Leuten, die sich den Skin dann erst kaufen, mehr als mit den Leuten, wo die quasi sagen, nee, mein OG-Skin ist weg. Aber lassen wir das Thema mal. Ist schon immer so. So, was haben wir denn noch? Wir haben Leviathan. Ganz ehrlich, ich habe ihn früher mal ganz kurz gesehen. Aber so richtig gefeiert, nicht wirklich. Ich weiß nicht, hat einer von euch den Skin? Ist halt, ja, ich weiß nicht. Ich kann mit dem Skin irgendwie nichts anfangen. So, was haben wir noch? Dann haben wir die globale Hacke. Ah, hört sich metallisch an. 1200 für eine Pickaxe. Naja. Dann haben wir die Kalmarkeule. Die kenne ich aber. Aber wäre jetzt auch nicht unbedingt was, was ich spielen würde, ganz ehrlich. Höchstens, wenn ich mir halt den Skin holen würde, aber. Dann haben wir die Planetensonde. Kann mal gucken, wie es sieht.
Hat die überhaupt ein Aufklappgeräusch? Ein ganz leises nur. Aber der ist ziemlich breit, habe ich das Gefühl. So, das war das. Und dann den Skin, den mein ältester Sohn hat. Der Wukong. Ähnelt halt ein bisschen dem besten Skin ever. Wir kennen ihn ja von Monte. Aber der Skin an sich ist halt nice. Also mir gefällt er wirklich sehr gut. Ich hatte den seltensten Skin, also die lassen sich schon gut spielen und man hat einige Fans dann im Spiel. So, dann haben wir dazu noch die Jungu Bang. Ja, ganz normales Metallgeräusch, also nichts Besonderes. Aber die ist reaktiv. Auf jeden Fall eine reaktive. Ja, sieht man auch, der Griff oben der Kopf leuchtet. So, dann haben wir die Panda-Beauftragte wieder drin. Das finde ich echt, das ist ein schöner Skin. Erinnert halt natürlich ein bisschen an WoW, aber wir haben ja schon einige Pandas drin. Oder Teddybären. Die kommen sich ja dann doch ziemlich ähnlich. Ob jetzt Teddybär oder Panda-Bär, sehen alle aus wie Teddybären in meinen Augen. So, das waren die. Dann haben wir den Spray Ranger wieder drin. Ich glaube, der war aber schon vor kurzem erst wieder drin. Ah, ist okay. Von hinten definitiv. Klar, für 800 V-Bucks ist jetzt nicht der Burner im Vergleich dazu. Aber dafür kostet der hier auch das 2,5-fache. So, dann haben wir, machen wir erstmal hier, ab ins Schwarze. Die haben, also seitdem ich die Videos mache, glaube ich, jetzt das dritte oder vierte Mal drin. Also war ziemlich oft schon drin, der Skin. Aber wir sehen ja wieder linkes Bein. Ich verstehe es nicht, warum immer links? Fallen die nur links hin? So, dann auch den Hampelmann schon wieder. Grüße gehen raus an Chris. Ach, nicht Chris, Till. Mein Mod, deshalb habe ich ihn ja schon. Sache, da vermisse ich ein bisschen Ton. Bisschen. So, dann haben wir natürlich den Fährtenleser. Wie gesagt, vor 230 Tagen erst im Shop gewesen. Also für einige, die haben den bestimmt noch nie im Shop gesehen. So, dann haben wir Prisma. Oh, die Prisma-Tarnung. Die sieht ja richtig nice aus. Ich sag mal, meine Holo-Tarnung, die gefällt mir schon, aber Prisma ist dann noch mal eine Hausnummer höher. Boah, die ist echt nicht schlecht. Das ist auch nicht so übertrieben animiert, sondern dezent. Allein schon, wie das Boot aussieht. So, dann haben wir noch Rasender Ansturm. Da muss ich auch an meinen Mod Chris, Till denken. Der sagt doch, Chris. Der rennt ja auch gerne damit rum. Dann haben wir noch Fußwahnsinn. Ah ja. Passt natürlich irgendwie jetzt gerade perfekt zu dem Skin hier. Das ist nicht schlecht. So sieht es natürlich auch nicht schlecht aus. So, dann war das der Shop für heute. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, wie gesagt, gerne, wenn ihr irgendwas kaufen wollt, gerne meinen Creator-Code eingeben. Ihr wisst ja, ich habe meinen Creator-Code jetzt bald 14 Tage. Die ersten haben vielleicht ganz am Anfang eingetragen. Deshalb einfach nochmal eintragen. YT-FamilyHack. Nicht, dass ihr aus Versehen nach 2 Wochen rausgeht und dann kauft ihr was und dann, ah, ich habe dich unterstützt und der Code denkt mir nur so, ah ja, da ist aber nichts. So, in dem Sinne, wie gesagt, am besten immer täglich YT-FamilyHack auf Annehmen gehen. Zack. Dann nur ganz kurz wegen der Freundschaftsanfrage. Ich will es euch nur kurz nochmal zeigen. Schickt mir eine Freundesanfrage, damit ihr halt auch Skins bekommen könnt.
Weil wir sehen, meiste EU09 kann ich zum Beispiel erst was in 24 Stunden schenken. Oder keine Ahnung, im halben Tag. Aber jetzt wäre es nicht möglich. Wenn halt erst, wie ihr seht, ich kann hier nichts klicken. Von daher vergesst nicht die Freundesanfrage. So seht ihr auch, wann ich online bin. Da habe ich dann meistens auch den Livestream an. Und dann würde ich sagen, war es das an der Stelle. Wie gesagt, gebt nicht zu viel Geld aus für das Spiel. Es ist nur ein Spiel, es sind nur optische Dinge. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß für heute noch.